tonight. You can bet your life I'll attack. Hier bin ich bei Mango Jerry im Studio, wo Ray Dorsey gerade bei den Synchronisationsaufnahmen von Baby Jump, dem In the Summertime Follow-up, ist. In einer Aufnahmepause fragte ich ihn, warum man auf dem Höhepunkt des Erfolges ein Gruppenmitglied gefeuert hätte. Yeah, Mick Cole is not with the band anymore. He's the bass player. Ersetzt, da man sich musikalisch und auch privat in die Haare bekam. Mit John, der übrigens seit 4 Jahren ein alter Freund von Ray Dorsey ist, hat die Gruppe nicht nur einen Bassplayer gewonnen, sondern auch einen Toningenieur. Yeah, we'll be happy if you take it again, Ray. We'll have to go from the beginning again. All right, go and do another one, all right? I'm telling she was Lady Chatterley and I was the game. Das waren Let's Hope, Disco 71 Viewers. Lady Rose, ah, Lady Rose, oh, Lady, my Rose, my Lady Rose. In politisches Kreuzfeuer geriet Mango Jerry. Die BBC bannte Lady Rose, weil die B-Seite Have a Whiff on Me Rauschgift nehmen fördern würde. Und wie reagierte darauf wohl Ray Dorsey? I laughed. Wieso gelacht? Because I thought it was a bit silly, because the BBC were the first people to record it. Das ist allerdings zum Schmunzeln. Seit über einem Jahr spielte die BBC diesen Song als Live-Aufnahme der Gruppe. Und eine Anfrage im britischen Parlament zwang die Staatsanwaltschaft zum Eingreifen. Aber der Sturm im Wasserglas ist mittlerweile vorüber. Man presste nämlich eine neue B-Seite. Und nun dürfen auch wiederum die Hörer der BBC Mango Jerrys dritte Nummer 1 hören, Lady Rose.